Die heiße Phase der Berichtssaison geht wieder los und ein interessantes Unternehmen, das seine Geschäftsbücher geöffnet hat, war Tesla. Hier hat man besonders darauf geschaut, wie sich die Margen von Tesla verhalten, nachdem viele Preissenkungen bzw. ein Preiskrieg angekündigt wurde. Zeigen also die neuen Quartalszahlen das Ende von Tesla? Schauen wir mal rein. Tesla verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 23,3 Milliarden US-Dollar, 24% mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Die Umsätze stammen dabei zu 86% aus dem Automotive-Bereich, zu 7% aus Energy Generation and Storage sowie weitere 8% aus Services and Other. Der Gross Profit ging leider um 17% auf 4,5 Milliarden US-Dollar zurück. Diese Weise haben wir eine Gross Margin von 19,3%. Im Vergleichszeitraum betrug diese noch 29,1%. Zur operativen Marge, diese betrug in Q1 2023 11,4%, was ebenfalls ein Rückgang war. Im Vergleichszeitraum betrug diese noch 19,2%. Was mir ebenfalls nicht gut gefallen hat, war der Free Cash Flow. Dieser betrug in diesem Quartal 441 Millionen US-Dollar und war ein herber Rückschlag. Die ausgelieferten und produzierten Modelle innerhalb der 3 Monate sehen wir hier einmal. Hier gab es vor allem bei Model 3 und Model Y ein großes Plus. Und was hier weiterhin positiv auffällt, sind die Storage Deployed. Man konnte hier 3,9 GWh installieren, was ein Plus von 360% entspricht. Hier sagt man auch, dass die 40 GWh Megapack Factory in Lathrop, Kalifornien erfolgreich war. Des Weiteren hatte man zuvor bereits eine zweite Megapack Factory für Shanghai vorgestellt. Wir sehen hier auch einmal, dass der Markt die Zahlen nicht gut aufgenommen hat und der Aktienkurs erstmal auf Talfahrt gegangen ist. Was mich noch interessieren würde, ist, wie du die Quartalszahlen von Tesla fandest. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und falls du jetzt noch Lust hast auf eine ausführliche Analyse der aktuellen Quartalszahlen von LVMH und wissen willst, warum der Aktienkurs bei einem All-Time-High von knapp 900 Euro steht, dann klick gerne auf das angezeigte Video. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.